Und da sind wir auch schon wieder zurück bei einem neuen Update-Video. Diesmal verspreche ich es wirklich kurz zu halten. Ich habe mir zwar ein paar Themen zurechtgelegt, über die ich gerne mal reden würde, beziehungsweise die ich im Update, ja wie versprochen, eigentlich auch vorbringen möchte. Aber ich versuche es nicht auf 20 Minuten kommen zu lassen, so wie beim letzten Mal. Und ihr seht, ich habe keine Kopfhörer auf, ich habe keine Brille auf, ich muss hier kurz rumgreifen. Es ist Viertel vor 0 Uhr am 29.06. und morgen um 14 Uhr, also quasi jetzt, kommt dann diese Folge raus vom Update. Deswegen, ich wollte die heute unbedingt noch vorbereiten, damit sie diesen Monat noch rauskommt. Und die Themen hatte ich mir eigentlich schon die ganze Zeit zurechtgelegt. Allerdings bin ich nie dazu gekommen, irgendwie dieses Video zu machen. Deswegen, ich habe die Themen jetzt gerade hier vor mir auf... Ich habe immer Notizen gemacht. Habe die Themen jetzt vor mir auf dem Bildschirm. So, erstes Thema. Pillars of Eternity 2 ist gestartet. Mal wieder. Ne, wir hatten ja schon damals, als das Spiel rauskam, hatten wir ja schon 20 Folgen oder so um den Dreh, müssten es eigentlich gewesen sein, die wir gemacht haben, zusammen. Und haben dann aber aufgehört damit. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher genau, warum. Ich hatte damals zwischenzeitlich mal ein paar Wochen, wo ich gar nichts aufgenommen habe, gar nichts hochgeladen. Und ich habe dann danach tatsächlich auch nicht mit Pillars of Eternity 2 weitergemacht. Sondern es pausiert, weil ich da irgendwie komplett raus war aus der Story. Wir hatten damals auch einen ganz anderen Charakter. Wir hatten einen Schurken, der passte aber überhaupt nicht zu dem Charakter, den wir im ersten Teil gespielt haben. Ich finde es übrigens sehr, sehr schön, dass einige von euch über Pillars of Eternity 2 den Weg zu PoE 1 gefunden haben auf dem Kanal. Das war tatsächlich das allererste Let's Play, das ich rausgebracht habe. Begonnen damals mit den Worten: Herzlich willkommen bei Pillars of Eternity. Ja, da wusste ich noch überhaupt gar nicht, wie macht man das überhaupt? Wie macht man so ein Let's Play? Also ich bin wirklich sehr naiv und blauäugig in die ganze Sache reingegangen. Einfach nur aus Spaß. Und ich glaube, das mache ich heute immer noch. Wenn das Mikro übrigens so ein bisschen... Versteck mich gerne hinter dem Mikro. Ja, ich arbeite daran, dass das anders wird. Denn ich möchte gerne diese Spinne hier, die möchte ich gerne ersetzen bei Zeiten. Irgendwann wird es soweit sein. Irgendwann wird es soweit sein und dann werde ich das Ganze ein bisschen umstrukturieren, sodass das Mikro nicht mehr hier ist, sondern im Bestfall so hier seitlich reinguckt, also so. Und dann haben wir hier einen freien Blick, ob das nun besser ist oder nicht. Aber das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gesagt. Ist also auch schon wieder ein Monat her. Na gut, was ich sagen wollte ist, Pillars of Eternity 2 läuft. Hatten wir ja eine Abstimmung zugemacht und die meisten waren dafür, wieder ein CRPG, ein gutes altes CRPG auf dem Kanal abends zu machen. Wir hatten ja 300 Folgen lang Pathfinder Kingmaker. Wir hatten sehr, sehr viele Folgen von Pillars of Eternity 1 und den Add-ons. Und PoE 2 ist so eine Herzensangelegenheit für mich auch und ich freue mich auch, dass ich da wieder weiterspielen kann. Also das ist mir eine persönliche Freude. Ja, was anderes, Greedfall ist ja ab und zu im Augenblick, also alle zwei Tage kommt Greedfall abends um 20 Uhr im Wechsel mit Pillars of Eternity 2. Greedfall wird in Kürze rum sein. Ich habe tatsächlich in einer sehr langen Session, wo ich mich nicht davon abhalten konnte, weiterzuspielen, habe ich Greedfall zu Ende gespielt. Das bedeutet, Greedfall wird bei Folge 80, ist bei Greedfall Schluss, da ist das Ende. Und Folge 80 kommt jetzt irgendwann in anderthalb Wochen, so um den Dreh müsste das dann eigentlich soweit sein. Was nach Greedfall kommt, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich guck mal, ich überlege mir, ich schaue mir regelmäßig alle möglichen Spiele an, die mir eventuell Spaß machen könnten. Vielleicht mache ich da auch nochmal eine Abstimmung. Das kann auch gut sein, dass ich da einfach mal so 3-4 Titel in den Raum werfe und dann könnte einfach sagen, das würde ich mir gerne angucken. Eine Sache kann ich schon mal sagen, es wird nicht Book of Heroes. Aber darauf gehen wir später noch ein bisschen ein. Ja, nämlich die zweite Sache, die ich heute gerne anbringen würde. DSA! Aktuell ja Blackguards. Blackguards ist aber auch schon bald vorbei. Ich habe es noch nicht zu Ende aufgenommen. Ich habe bei Blackguards tatsächlich ein bisschen im Voraus aufgenommen, weil ich einfach im Flow war. Ich hatte Lust drauf und ich wollte weiterspielen. Und deswegen sind wir bei Blackguards jetzt auch ungefähr eine Woche im Voraus. Wenn ich also nicht auf einen Kommentar eingehen kann, der bei Blackguards in der heutigen Folge oder in der morgigen Folge und so weiter und so fort gemacht wurde, dann liegt das daran, dass ich jetzt zu diesem Zeitpunkt quasi schon bis Ende der Woche aufgenommen habe. Und ich versuche mich zu zügeln. Ich versuche mich zu zügeln und die Lust am Aufnehmen, die Lust am Spielen gerade vielleicht in andere Projekte zu stecken, die wir noch machen könnten. Wir haben ja noch einiges vor. Vielleicht, nee, nein, 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 das, ich komme später nochmal drauf zurück.
Es gab schon Fragen, ob denn nach Blackguards, ob es da auch weitergeht mit DSA-Spielen. Natürlich geht es weiter mit DSA-Spielen. Nach Blackguards wird weitergehen mit Blackguards 2. Und Blackguards hat aber meines Wissens nach noch einen DLC. Ich glaube, ich habe das im Spiel auch schon erwähnt. Es gibt einen DLC, das sich mit der Geschichte von Takate befasst. Wie wir da hinkommen, wie wir dieses DLC aktivieren, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Wir werden es rausfinden. Ich gucke immer so ein bisschen auf die Uhr unten. Es sind schon 5 Minuten rum und ich hab noch einen Bruchteil dessen, was ich sagen wollte. Ich beeile mich. Wir werden es rausfinden mit dem DLC. Auf jeden Fall werden wir das auch machen. Das ist nämlich auch mit in dem Paket dabei, das ich damals gekauft habe für Blackguards. Und nach Blackguards 1 kommt Blackguards 2. Werden wir auch ganz in Ruhe machen. Das heißt, es wird auf jeden Fall weitergehen mit den DSA-Spielen. Die werden auch noch eine ganze Weile. Also wir werden noch ein bisschen was zu tun haben mit den DSA-Spielen, denn nach Blackguards 2 kommt ja noch die Nordland-Trilogie in HD. Da haben wir ja aktuell Sternenschweif und die Schicksalsklinge in den HD-Versionen, die wir dann auch noch ganz in Ruhe spielen werden. Dafür habe ich mir auch was überlegt. Da gehe ich aber erst beim nächsten Mal drauf ein, weil ich glaube, bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Blackguards 2 wird mit Sicherheit auch länger als einen Monat laufen. Und bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit, um nochmal darüber zu reden. Ganz in Ruhe. So. Was jetzt Book of Heroes betrifft. Der ein oder andere von euch hat das ja vielleicht mitbekommen. Es gibt ja mittlerweile ein neues DSA-Spiel. Die Erwartungen waren groß. Ein neues DSA-Spiel, das bedeutet eigentlich, ich für meinen Teil hatte zuerst so ein bisschen so einen Drakensang in Gedanken. Schön wäre es gewesen. Oder eine Nordland-Trilogie. Oder irgendwas mit Rollenspiel. Es ist leider, ja, es ist ein Dungeon Runner geworden. Das wusste man vorher, aber selbst da hatte ich irgendwie noch die Hoffnung, dass dieses Dungeon Running, wie bei Diablo zum Beispiel, oder wie bei Path of Exile, so heißt es. Oh Gott, eines der bekanntesten Spiele und ich kenne den Namen nicht. Ich schäme mich, nein, aber Path of Exile kennt ihr vielleicht auch, oder eben Diablo. Ein Dungeon Runner mit Story hintendran, der auch zwar random Dungeons bietet, aber bei Diablo 3 zum Beispiel, ein Spiel, das ich sehr, sehr häufig und sehr, sehr ausgiebig gespielt habe, muss ich gestehen, hat mich auch die Story gepackt, weil es einfach spannend erzählt war. Book of Heroes hat eine sehr seichte Story, einen sehr, sehr dünnen roten Faden, an dem sich das Ganze entlang hangelt. Von einer richtigen Story kann man eigentlich nicht sprechen und das ist so schade für ein DSA-Spiel. Es ist im Grunde, ist es ein Dungeon Runner. Und es ist auch darauf ausgelegt, dass man das zwischendurch spielt, also ein Casual-Spiel, ungefähr so wie Skilltree-Saga. Der ein oder andere wird jetzt schockiert den Kopf schütteln, aber ja, ungefähr so nach dem Prinzip. Ne? Es ist so ein bisschen für zwischendurch ausgelegt. Natürlich für 4 Spieler, aber jeder Dungeon ist im Prinzip ungefähr eine halbe Stunde lang. Man rennt da durch, die Dungeons sind zufällig angeordnet. Und Story sucht man vergebens. Man geht halt zu Dungeon, zu Dungeon, zu Dungeon. Dann bessert man irgendwann da drin sein Gear auf, wie man ja neudeutsch sagt. Oder eben seine Ausrüstung. Und ja, so wirklich Spannung kann ich darin nicht finden. Ich muss gestehen, alles, was ich davon gesehen habe, hat mich absolut nicht gepackt. Und normalerweise muss ich gestehen, ich gebe nicht so viel auf Reviews, wenn sie auf Steam stehen oder irgendwo bei YouTube hochgeladen werden, weil ich immer denke, jeder sollte sich seine eigene Meinung von einem Spiel bilden. Solltet ihr übrigens auch. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, ich werde es jetzt im Augenblick nicht spielen, kann es ja aber trotzdem sein, dass es euch enorm viel Spaß macht. Das kann immer passieren. Nur weil es meine Meinung ist, heißt das nicht, dass das genau euren Geschmack treffen muss. Ich habe mich aber auch da durch viele, viele Reviews durchgelesen und muss gestehen, ich bin geteilter Meinung. Da es ein DSA-Spiel ist, werden wir es auf jeden Fall spielen. Wir haben auch Skilltree-Saga gespielt. Wenn wir Skilltree-Saga gespielt haben, gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, irgendein Spiel abzulehnen, weil es angeblich zu schlecht wäre oder weil es den Geschmack nicht trifft. Das heißt, wir werden auch Skilltree-Saga spielen. Ich muss aber an dieser Stelle für mich persönlich ganz offen sagen, ich bin nicht bereit für dieses Spiel den vollen Preis zu zahlen, den sie aktuell verlangen. Das heißt, ich warte bei Book of Heroes, bis es irgendwann mal im Angebot kommt, so wie Skilltree-Saga, das 8 Euro kostet normalerweise und ich habe es bekommen für 70 Cent im Sale, irgendwie so um den Dreh. Da kaufe ich dann auch mal Skilltree-Saga und auf das gleiche warte ich jetzt mit Book of Heroes und ich fürchte, da Book of Heroes wirklich, ja, es hat sehr, sehr viele negative Schlagzeilen gemacht und sehr, sehr viele negative Reviews bekommen. Ich fürchte tatsächlich, dass Book of Heroes relativ zügig im Angebot erscheinen wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Verkaufszahlen davon wirklich so hoch sein sollen, dass dieses Spiel lange als Vollpreisspiel auf dem Markt bleibt.
Kann ich mir nicht vorstellen. Wir warten also ab. Ich warte ab, bis es im Angebot rauskommt und dann werden wir gucken, dass wir Book of Heroes zumindest mal reinschauen. So wie wir es bei Skilltree Saga gemacht haben. Ich habe auch gelesen, das Spiel soll alles in allem rund 20 Stunden Spielzeit bereithalten. Die meisten Feedbacks, die ich bekommen habe, die waren aber, ja, wenn man alles durchspielen möchte, dann sind das so ungefähr 20 Stunden. Aber das Problem ist, nach 2 oder 3 Stunden wiederholt sich alles einfach nur noch. Das heißt, es ist wie bei Skilltree Saga ähnlich. Man kommt ins Spiel rein, man lernt, wie das Ganze funktioniert, man bekommt alles mit. Aber dann ist es wiederholen, 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 wiederholen. Und so lange, bis eben das Spiel vorbei ist. Zumindest so meine persönlichen Erfahrungen, naja, nicht persönliche Erfahrungen, aber das, was ich gesehen habe, das, was ich gelesen habe, das, was ich mitbekommen habe und das, was mir erzählt wurde von Book of Heroes. Deswegen ist es ein bisschen schade. Ich glaube, die gesamte DSA-Community hätte an diesem Tage darauf gewartet, dass ein Spiel rauskommt, in dem zumindest ein bisschen DSA-Hintergrund mit dabei ist. Und DSA hat einen wundervollen Hintergrund. Einen unfassbar ausgeprägten Hintergrund. Und ich frage mich, wenn man schon die Lizenz dafür hat, warum macht man daraus einen Dungeon Runner? Warum macht man daraus einen Casual Dungeon Runner und kein Story-Spiel? Ich glaube, bei einem Story-Spiel hätte es die Leute Scheißdreck interessiert, wie gut die Grafik ist oder wie enorm umfangreich die Engine ist oder ob es eine riesige Open World gibt. Ich verzichte gerne auf eine Open World, wenn dafür eine schöne Geschichte erzählt wird. Aber Book of Heroes hat es nicht gemacht. Es ist schade. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es irgendwann nochmal ein neues Rollenspiel, also ein richtiges Rollenspiel im DSA-Universum gibt, wo es dann eventuell auch um eine Story geht oder um eine Entwicklung, die... Ich sehe hier die ganze Zeit so meine Hand. Ich muss immer gestikulieren, wenn ich rede. Um die Story geht, um die Entwicklung. Die Hoffnung nie aufgeben, aber im Augenblick sieht es wohl eher mau aus. Weil angekündigt ist meines Wissens nach nichts. Hoffen wir mal das Beste. Ich hoffe einfach mal das Beste. Ich denke mal, ihr werdet da mit mir einer Meinung sein, dass wir nichts tun können, außer das Beste zu hoffen und auf die nächsten Spiele zu warten, die im DSA-Universum kommen. DSA ist alles andere als tot, was Computerspiele betrifft. Das sehen wir an den HD-Varianten der Nordland-Trilogie, die übrigens am Anfang auch nicht gut bewertet waren und auch Reviews erhalten haben, die wirklich aussagten, dass diese Spiele sehr schlecht wären. Was haben die Leute gemacht, beziehungsweise die Entwickler gemacht? Sie haben dran gearbeitet. Sie haben dran gearbeitet und das Ganze ein bisschen von Bugs befreit, eventuell hier und da noch was hinzugefügt. Das respektiere ich, sowas. Und wenn das bei Book of Heroes vielleicht auch so laufen könnte, können wir vielleicht da in ein paar Monaten mal reinschauen. Im Augenblick, wie gesagt, eher nicht. Ja, es kommt also Blackguards 2 nach Blackguards 1. Muss ja auch der zweite Teil mit rein. Dann kommen die HD-Varianten der Nordland-Trilogie. Da werden wir einiges mit zu tun haben, weil bei den HD-Varianten der Nordland-Trilogie, da wurde ja auch von den Entwicklern noch einiges an die Story hinzugefügt. So wie ich es mitbekommen habe. Dafür gibt es ja auch DLCs. Also von daher, da werden wir schon ein bisschen was zu tun haben. So, die dritte Sache, die ich heute gerne ansprechen würde, ist... Unser Stream. Es macht aktuell unfassbar viel Spaß. Es macht unfassbar viel Spaß zu streamen. YouTube wird nicht darunter leiden. Das ist ja immer so ein bisschen, das hatte ich ja beim letzten Mal auch angesprochen, dass viele zum Stream rübergewechselt sind und an YouTube gänzlich den Rücken gekehrt haben. Ich verstehe die Versuchung. Ich verstehe die Versuchung, weil das Streamen unfassbar viel Spaß macht. Dennoch macht mir auch YouTube immer noch unfassbar viel Spaß und ich werde es nicht aufgeben. Und deswegen wird beides auf Augenhöhe miteinander weitergehen, auch wenn wir beim Stream jetzt im Augenblick 2 Streamtage haben, inklusive einem, den ich mir so ein bisschen frei halte, den Sonntagnachmittag. Da werden wir jetzt zum Beispiel diesen Sonntagnachmittag ist geplant, also jetzt den kommenden, ne? Da ist geplant, dass wir Life is Feudal spielen, da würde ich nämlich gerne mal reinschauen, mit unserem eigenen kleinen Stream-Server. Und ja, also es macht einfach, es ist toll, euch da zu haben. Oder Teile von euch, die hier auf YouTube zuschauen. Ich weiß, es gibt einige Leute, die schauen nur im Stream zu. Und ich weiß, es gibt einige Leute, die schauen nur auf YouTube zu. Und so gibt es dann für jeden was, wo er Spaß dann hat, da zuzuschauen. Und das ist eigentlich perfekt. Und wer beides gucken möchte, ist natürlich bei beidem herzlich eingeladen. Der Stream, den findet ihr in der YouTube-Verlinkung. Die ist hier oben irgendwo da. Also auf YouTube auf der Hauptseite ist ein Link zum Stream hin. Und er steht aber auch nochmal unter dem Video in den Videobeschreibungen, wenn ihr da vorbeischauen wollt, ganz, ganz herzlich gerne gesehen. Was ich niemals gedacht hätte, ist die Tatsache, dass wir mittlerweile mit dem Kanal, wir sind Affiliate geworden. Das bedeutet, Leute können Subs abschließen. Das habe ich damals, als wir den Stream gestartet haben, vor 3 Jahren mit 2 Zuschauern.
sind ja zwischenzeitlich dann auch mal 3 oder 4 gewesen, da war ich schon ganz stolz. Klar, Leute gucken zu. Aber dass wir jemals zum Affiliate kommen, das heißt, dass Leute für Geld subben, also Subs abschließen, Abos abschließen, das hätte ich nie gedacht. Und als dann plötzlich diese Nachricht von Twitch kam, die sagte, ja, du hast jetzt alle Bedingungen erfüllt, es schauen genug Leute zu und so weiter und so fort. Das war schon, da war ich schon, wow, da war ich ein bisschen überwältigt und ja, irgendwie auch, ich weiß nicht, stolz auf das, was wir geschafft haben. Denn das ist ja, also wenn ich jetzt alleine da wäre, dann würde ich da zwar einen Stream machen, aber es wird ja keiner zugucken. Das wart auch ihr. Und ihr, das meine ich in dem Fall, und das ist auch ein großer Anteil von dem Spaß an dem Streaming, das Chatten nebenbei und dass ich mit euch reden kann, dass ich direkt mit euch reden kann, dass ich direkt interagieren kann, auf eure Fragen eingehen kann, das tun kann, was ihr sagt, mir böse Kommentare zu meiner Haarpracht anhören muss, nicht wahr? Und all diese Scherzereien, die wir mittlerweile miteinander machen, diverse Insider, die wir mittlerweile miteinander haben, was das betrifft, ich sag nur Käsetoast, das ist einfach der Spaß daran und das ist unfassbar schön. Das macht mir richtig, richtig viel Spaß. Moorgeist hat Emojis gemacht. Die Frau ist eine wahre Zeichenmaschine. Ich kann sie mal, vielleicht denke ich daran gleich, sie, oder beim Rendern, vielleicht denke ich daran, sie hier irgendwie mal einzublenden. Und diese Emojis kriegt man mittlerweile auch im Stream als Emojis, die man im Chat verwenden kann, wenn man denn gesubbt hat. Und das gleiche gilt fürs Discord. Auch im Discord macht es mir in letzter Zeit wirklich viel, viel, viel Spaß, weil viel geredet wird, weil viel miteinander geredet wird, Erfahrungen ausgetauscht werden. Hab sogar gesehen, es werden schon Leute für Spiele gesucht, wer Lust auf was hat. Es werden Infos zu Spielen geteilt. Die Community, ne? Das ist genau das, also in dem Fall bin ich auch einfach nur Teil dieser kleinen Community, die wir geschaffen haben. Und das, es ist schön, es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß und ich bin aktuell, könnte ich nicht glücklicher sein. Es ist schwierig, das in Worte zu fassen. Ja, und dann ist ja, stimmt, hier, das, ich habe mir extra Notizen gemacht. Wo ich mich hier auch nochmal bedanken möchte, ist bei Ratzenfratz und bei Kieyari. Ratzenfratz ist am ersten Tag, wo wir gestreamt haben als Affiliate, total eskaliert und hat überall Geschenke-Subs verteilt. Kieyari hat auch ein Geschenke-Sub verteilt. Also da war ich doppelt erschlagen. Da war ich doppelt erschlagen und habe mir gedacht, was geht denn jetzt ab? Vor allen Dingen, wenn dann plötzlich die ganzen Einblendungen kommen und überall hörst du nur Soundeffekte, Soundeffekte, Einblendung, Einblendung, Einblendung. Und auch der Twitch, das Twitch-Dashboard, wo ich dann sehen kann, wie die Einstellungen sind, ist total eskaliert. Ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Im Chat konnte ich gar nicht mehr nachlesen. Es war so viel los, dass ich den Chat größer ziehen musste, was mir noch nie passiert ist. Und dass ich hochscrollen musste, um zu lesen, was geschrieben wurde. Das ist mir vorher noch nie passiert. Das ist absurd. Das, ja, ich war überwältigt und was soll ich sagen? Es hat einfach einen Riesenspaß gemacht. Es macht immer noch einen Riesenspaß. Ich freue mich auf jeden Stream. Wenn ihr da gerne dabei sein wollt, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr nicht dabei sein möchtet, auch kein Thema. Hier auf YouTube geht's, wie gesagt, auch regulär einfach immer weiter. Auch das ist immer noch eine große Freude von mir, wenn ich mich nachts zum Beispiel, wie jetzt gleich, hinsetzen kann und in aller Ruhe für mich so aufnehme und das dann hochlade und wir dann eben über die Kommentare, über das Spiel reden oder sonst irgendwie. Hauptsache, wir sind in irgendeiner Form der Interaktion. Das ist mir, glaube ich, das Wichtigste daran. Was ich schlimm fände, wäre, ja, ich habe das am Anfang so ein bisschen, am Anfang von YouTube, wo ich mit YouTube angefangen habe, das ein bisschen erlebt, dass ich sehr, sehr viele Videos rausgebracht habe, aber dazu überhaupt nichts kam, überhaupt kein Feedback, nichts. Also ich habe gesehen, es haben sich Leute diese Videos angeguckt, aber das ist schön. Also es ist nicht falsch verstehen, es ist schön. Es freut mich, wenn Leute daran Freude haben, aber ich ziehe auch so ein bisschen Spaß für mich selber daraus, wenn ich mit eben diesen Leuten, die daran Freude haben, vielleicht auch ein bisschen reden kann. Ich will mit dir reden. Ja, ich wollte es nur gesagt haben. Aber ansonsten freue ich mich auch über jeden, der sich einfach das Video anguckt, vielleicht im Bett irgendwie darüber einschläft. Gerade bei Pillars of Eternity 2. Eigentlich ein perfekt. Wo sind die 20 Minuten hin? Scheiße. Bei Pillars of Eternity 2 eigentlich perfekt dafür geeignet, ne? Perfekt dafür geeignet, um sich hinzulegen und einfach der Geschichte zu lauschen. Ein wundervolles Spiel, was das betrifft. Ja, ich... Twitch, Discord, ihr seid alle herzlich eingeladen. Ich freue mich über jeden, der da mitkommt. Und wenn ihr da nicht hinkommen wollt, ist auch nicht schlimm. Ich freue mich auch über jeden, der einfach nur die Videos schaut, still und ohne Kommentare und trotzdem seine Freude daran hat. Vielen, vielen Dank für eure gesamte Unterstützung in der ganzen Zeit. Auf Twitch, auf YouTube, überall, egal wo, im Discord, das gute Zureden.
ich wüsste nicht, wo all das hier heute wäre. Ich meine, es ist jetzt nicht riesig, ne? Aber es ist schon. Wir haben was geschaffen zusammen. Und das wäre ohne euch nicht möglich gewesen. Und da kommen wir zum letzten Punkt des heutigen Abends. Denn wie in jedem Video, so zumindest geplant, möchte ich mich hier an dieser Stelle auch nochmal ganz explizit bei den Leuten bedanken, die auf Patreon die Unterstützung zukommen lassen, die unter anderem dafür sorgt, dass ich mir jetzt schon Gedanken machen kann, wie ich diese Kamera da oben ersetze. Ich hätte nämlich gerne eine Full-HD-Kamera mit 60 FPS. Das ist eine 720p-Kamera mit 30 FPS. Ich glaube, das merkt man leider auch an der Qualität. Und gerade wenn man öfter mal streamt, ist so eine schöne Kamera eigentlich auch deutlich besser als so ein olle Ding, was ich in der Schublade gefunden habe. So mehr oder weniger. Deswegen an dieser Stelle der ganz explizite Dank an alle, die auf Patreon supporten und die auf Patreon Supporter sind. Und das sind diesen Monat, es sind zwei Leute dazugekommen, Moorgeist, Naschpanda, Ratzenfratz, Andi Stein, Elfwin und Kiyari. Vielen Dank an euch sechs. Ich vermag es im Augenblick noch nicht. Ich weiß nicht, was ich dafür zurückgeben kann. Das ist halt das Schwierige, ne? Ich denke mir dann, okay, dann mache ich jetzt meine Streams, da gucken die Leute ja auch zu, da haben sie auch Spaß dran. Ich versuche auf YouTube dann auch jetzt keine Folgen mehr ausfallen zu lassen. Ich versuche wirklich so ein bisschen im Voraus aufzunehmen, damit es nicht mehr dazu kommt, dass irgendwie über 3-4 Mal Folgen ausfallen. Vielen, vielen Dank für alles. Vielen, vielen, vielen Dank für alles, weil mir das zum ersten Mal seit langer, langer Zeit die Möglichkeit einräumt, mal wieder über ein bisschen Veränderungen hier nachzudenken. Unter anderem die Spinne, unter anderem hier, das wollte ich nochmal ersetzen. Die Kamera wollte ich ersetzen, dass ich das Equipment ein bisschen verbessern kann. Und da gebt ihr mir die Möglichkeit dazu. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank. So, es sind 22 Minuten geworden. Es sind 22 Minuten. Oh Moment, ich habe ein Thema ganz vergessen. Ich habe ein Thema ganz vergessen. Es tut mir leid, es wird jetzt doch länger werden. Und zwar, ich hatte ja letzten Monat Geburtstag, im Mai. Und nichts ahnend saß der kleine Fex in seiner Wohnung und es klingelte spontan an der Tür. Und es kam herein ein Postbote mit einem großen Paket in der Hand, der sagte, ist das für Sie? Und ich sagte, ja. Unwissend darüber, was in diesem Päckchen drin war. Dann habe ich dieses Päckchen aufgemacht und in diesem Päckchen waren ganz, ganz viele nummerierte Päckchen. Und dann sagte mir Moorgeist, das darfst du aber erst an deinem Geburtstag aufmachen. Ja, ich habe es dann an meinem Geburtstag aufgemacht, Päckchen für Päckchen. Es war sehr leckerer Süßkram mit dabei, da schon mal vielen Dank dafür. Es waren aber noch andere Dinge mit dabei und andere Dinge, die relevant für den Kanal sind, weswegen ich das überhaupt hier erwähne. Ich hatte ja in der Zeit, wo wir Satinavs Ketten und Momoria gespielt haben, hatte ich ja mal zwischenzeitlich erwähnt, dass ich meinen Spaß an Adventures gefunden habe. Ich habe ja früher niemals, also gut, so Sachen wie Monkey Island, klar, den ersten Teil habe ich gespielt, auch Indiana Jones zum Beispiel und The Fate of Atlantis, damals auf dem Amiga noch gespielt. Aber ansonsten war ich nie so tief drin in der Adventure-Szene. Muss aber gestehen, dass ich während wir Memoria und Satinavs Ketten gespielt haben, Freude gefunden habe am Adventuren. Und das habe ich wohl das ein oder andere Mal fallen gelassen. Und ich öffnete so Päckchen für Päckchen aus diesem riesigen Paket. Und dabei kam zustande, ich fange jetzt mal hier oben an, einmal das hier, Satinavs Ketten in der Boxed-Version. Ich wollte es nur gesagt haben, ne, hier mit aufklappbarem. Das ist sogar die limitierte Erstauflage, inklusive ganz viel Beilagen mit Poster und allem drum und dran. Da habe ich schon gedacht, alter Walter, das kommt aber sowas von in den heiligen Schrank der Verehrung. Das gleiche gilt für Memoria, auch das limitierte Erstauflage. Ich bin komplett, was da an Artworks und so weiter mit dabei war, ich war total geflasht. Auch hier wieder ganz viele Beilagen, Sonderdinger und was nicht alles mit dabei. Das Gleiche. Ich weiß nicht, diese ganze Familie ist völlig verrückt. Moorgeist, ihr seid verrückt. Ihr seid einfach verrückt. Das Gleiche gilt hier für Blackguards. Auch hier. Niam, die Junkie-Elfin, Naurim, der Psychopath. Aurelia, die Schlampe. Takate, der Berserker und Zoberan, der Perverse. Das sind unsere Blackguards.
Auch hier ganz viele Extras mit dabei. Das waren die, über die ich mich unfassbar gefreut habe, weil ich ja mal gesagt hatte, ich würde mir gerne eine DSA-Sammlung anschaffen. Und eine DSA-Sammlung beinhaltet in dem Fall nicht nur die Rollenspielwerke, also die Pen-and-Paper-Werke, sondern eben auch die Computerspiele. Und da limitierte Erstauflagen zu bekommen, das ist ja fast unmöglich. Das ist ja fast unmöglich. Also nicht zu irgendwelchen sinnvollen Preisen, aber diese drei Dinge hier in meinem Besitz zu wissen. Ja, dann ging es aber noch weiter. Es hat ja nicht aufgehört. Es hat ja einfach nicht aufgehört. Und jetzt hatte ich ja gesagt, ich hätte Spaß am Adventuren. Ich weiß nur nicht, welches Adventure ich mir da eventuell zu Gemüte ziehen sollte. Und dann tauchte Folgendes aus einem der Päckchen auf. Ja. Und dann tauchte Folgendes aus einem der Päckchen auf. Zwei Spiele, ich glaube Edna bricht aus, da habe ich mal ein bisschen was von gesehen. Harvest Neue Augen kenne ich gar nicht. Harvest Neue Augen kenne ich tatsächlich gar nicht, muss ich gestehen. Ich glaube, ich habe bei Gronkh einmal ganz kurz in eine Folge reingeschaut. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war Adventure einfach nichts für mich. Ich hatte keine große Freude dran, habe es mir also auch nicht angeguckt. Insofern für mich neue Welt. Aber neue Welt, die ich erkunden kann. Neue Adventure-Welt, die auch auf dem Kanal kommt. Muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem ich dieses Päckchen bekommen habe, werden wir auf dem Kanal einen eigenen Slot machen für Adventures. Vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen, ich bin mir da nicht sicher. Aber ich weiß zumindest ein paar Leute, denen es gefallen würde und für die würde ich es dann machen. Da machen wir einen eigenen Slot für Adventures. Ich vermute mal, es wird einer der 14-Uhr-Slots. Dass wir einfach im Wechsel oder vielleicht auch dauerhaft dann jeden Tag Adventures machen um 14 Uhr. So viele, wie wir halt zusammenbekommen. Ich kann nur noch nicht sagen, wann. Was auch in dem Päckchen war, war dieses hier, Randall's Monday. Auch ein Spiel, das mir eigentlich sogar sehr viel sagt. Auch das ist mit, auch das hier ist mit aufklappbarem, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Mit Soundtrack, Poster und Ask a Nerd Code Wheel. Randall's Monday habe ich von gehört, aber ich habe nie auch nur einen einzigen Müh davon irgendwo mal gesehen. Das soll ja ein Spiel sein, das sehr viel auf die Nerdkultur eingeht und darauf freue ich mich ungemein. Darauf freue ich mich ungemein. Was auch in dem Päckchen drin war, war dieses hier. A New Beginning. Es ist auch ein Daedalic Adventure, wenn ich... Ja, Daedalic Adventure. Den Machern von The Whispered World und Edna bricht aus, ja. Und auch dieses ist in dieser wunderschönen Box, die man so aufmachen kann. Habe ich auch noch nie was von gehört. Ist also auch für mich komplettes Neuland. Was auch drin war, und da war ich, da habe ich mir gedacht, wow. Weil davon habe ich gehört und ich fand es unfassbar gut, unfassbar schön. Und habe aber nie die Gelegenheit bekommen oder die Zeit gehabt, es mir in Ruhe anzugucken oder es selber zu spielen. Zumal ich es auch nicht in meinem Besitz hatte. The Night of the Rabbit. Und der ein oder andere, der kennt das vielleicht sogar schon. Für mich ist auch das komplettes Neuland und auch das in dieser wundervollen Box zum Aufklappen mit Poster, mit Extras, mit allem drum und dran. Boah, limitierte Auflage, ja. Inklusive Hörspiel. Hörspiel, Soundtrack und Wandposter. Es ist bekloppt, 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 bekloppt. Und zuletzt, ich machte das letzte Päckchen auf, beziehungsweise ich glaube, es war irgendwo mittendrin. Aber das wird das erste Spiel sein, das quasi in der Adventure-Reihe auf dem Kanal kommt. The Whispered World. Auch das muss ich mehr sagen? Ach ja, guck mal hier. Guck mal hier oben. Da sind auch Würfel drin. Die, ich weiß gar nicht, was man mit den Würfeln macht. Ich bin mir da gerade unsicher. Was macht man denn mit den Würfeln? Wir finden es mit Sicherheit raus. Auf jeden Fall. Ach, das sind, glaube ich, die Code-Würfel. Ich meine schon, ja. Die magischen Würfel sind ihre Eintrittskarte in die geflüsterte... Es sind die Code-Würfel, tatsächlich. Ich bin sprachlos, was das betrifft. Ich muss mal diesen ganzen Stapel hier... Ich wollte ihn nur nochmal... hier, das ist der Stapel. Das ist der Stapel. Und der trudelte hier kurz vor meinem Geburtstag ein. Und ich habe dann am 28. hier gesessen. Und habe nach und nach die Päckchen aufgemacht. Und habe Morgast quasi mit jedem weiteren Päckchen geschrieben, wie verrückt sie ist. Oder wie verrückt sie sind. Die gesamte Familie steckt ja dahinter. Das heißt, wir werden einiges an Adventures zu tun haben und ich freue mich
tierisch darauf. Ich kann auch nicht sagen, wann wir starten. Ich werde gucken, wie ich es hinbekomme. Ich werde jetzt deswegen, unter anderem deswegen, nehme ich jetzt gerade ein bisschen im Voraus auf. Wie gesagt, Greedfall ist komplett abgedreht. Das habe ich in einem Rutsch fertig gespielt. Übrigens, wow. Wow, wow, wow. Greedfall hat mich zum Ende hin absolut geflasht. Das war hammerhart. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Schaut es euch nicht an, spielt Greedfall selbst. Dieses Spiel hat es definitiv verdient, gespielt zu werden. Und wenn ihr es durch habt, dann könnt ihr es euch anschauen. Ja, sprachlos, auch was Greedfall betrifft. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wann wir starten. Ich werde das zeitnah machen. Und den 14-Uhr-Slot halten wir uns frei für ganz, ganz viele wunderschöne Adventures, die ich alle nicht kenne. Und ich glaube, da ist sehr viel an mir vorbeigegangen, was ich vielleicht doch hätte mal anschauen sollen. Aber jetzt habe ich ja die Gelegenheit dazu. Dank Moorgeist in dem Fall. Vielen, vielen Dank an dich und deine Familie. An alle da drüben. Also nicht drüben. Von mir aus gesehen, da unten. So. Ich war wirklich... Das ist mir so, glaube ich, noch nicht passiert. Da war ich baff. Da war ich absolut baff. Ja. Das wollte ich noch sagen. Dass wir also in Zukunft mit dem ein oder anderen Adventure rechnen können. Wenn wir diesen ganzen Packen mal durch haben, dann gucken wir mal, was wir sonst noch so für Adventures finden. Oder vielleicht ist bis dahin ja auch noch was ganz anderes der Fall. Gucken wir einfach mal. Bis dahin wird noch das ein oder andere Update-Video vonstatten gehen. Insofern, das kriegen wir schon gemeinsam hin. So, jetzt habe ich es geschafft. 31 Minuten. Ich wollte versprechen, dass wir ein bisschen früher fertig sind als beim letzten Mal. Was habe ich hinbekommen? Wir haben es länger gemacht als beim letzten Mal. Es tut mir sehr leid. Nein, tut es mir eigentlich nicht. Ich könnte sogar jetzt noch die nächste halbe Stunde wahrscheinlich über diverse andere Dinge quatschen, die mir noch alle so durch den Äther sausen. Aber ich lasse es mal sein für das nächste Update-Video Ende des Monats. Dann können wir ja nochmal zusammen reden. Ja. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch. Ich freue mich über eure Anwesenheit im Stream, im Discord, wo auch immer. Es ist im Augenblick die reinste Freude mit euch. Vielen, vielen Dank für alles. Vielen, vielen Dank für den Support. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen oder fürs Zuschauen, fürs Mitdabeisein, fürs Mitspielen, fürs Opferspielen im Stream, wo es ja die ein oder andere Gelegenheit gab. Dankeschön für alles. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Update-Video dann auch wieder mit dabei oder zwischenzeitlich bei ganz, ganz vielen anderen Videos oder im Stream oder im Discord. Wie gesagt, die Links dazu alle unter dem Video. Und ich sage einfach, bis zum nächsten Mal. Tschüss.